Let's start again. Moin meine Zerberster und Zerbersterinnen und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ich habe es ja schon letztens angekündigt, und zwar, es findet zurzeit ein weiterer Bauwettbewerb auf einem unserer Server statt. Und wir sind zurzeit stark auf der Suche nach neuen Leuten für unser Bauteam. Und um euch einfach mal heute so einen kleinen Überblick zu verschaffen, in welche Richtung das Ganze geht, werden wir natürlich direkt euch auch mal ein paar Einblicke in unsere aktuelle Situation, was das Bauteam betrifft, geben, damit ihr einfach mal seht, wie ihr ungefähr bauen solltet und was so auf euch wartet. Und ich habe mir heute einfach mal den Korken zur Verstärkung geholt, damit der einfach mal heute mir mich auf den ganzen Serverwirrwarr, sage ich jetzt einfach mal, weil es gibt echt übertrieben viel mittlerweile zu sehen. Das heißt, ihr kriegt auch heute erstmal Einblicke in den Twilight, wie es aktuell aussieht hier. Wir befinden uns jetzt gerade auf der neuen Nexus-Karte, da werdet ihr jetzt auch gleich ein paar Einblicke kriegen. Und einfach damit ich alles auch finde, habe ich mir den Korken einfach dazu geholt. Das ist unser Bauteamleiter. Und der wird, mich gleich zu den ganzen Punkten warpen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass, ich euch einfach mal so ein bisschen hier die Spawns zeige. Das ist also der neue Nexus. Den hat das Bauteam, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen angefangen. Oder ist es länger her, Korken? Es ist jetzt, eine Woche her in etwa. Okay. Ja, das ist der neue Nexus, das ist jetzt gerade der Spawnbereich der Zandaren, also der komplette Nexus wird eine neue Karte erhalten. Und so sieht das hier im Moment aus, hier ist das Portal, wenn man dann in den Nexus reinkommt. Ich habe jetzt auch erstmal schön Shader an, damit man einfach das mal auch mit Shader alles hier so sieht, ne. Also das sieht hier noch alles sehr freundlich und nett aus, aber man merkt, je mehr man das Gebiet verlässt, sieht man jetzt vielleicht noch nicht so unbedingt bei den Zandaren so krass, aber umso böser wird die ganze Sache hier. Dann haben wir hier als nächstes den Spawn von den Zwergen. Ich muss halt leider ein bisschen im Schnelldurchlauf hier mit euch durchgehen, weil es ist echt sehr, sehr viel. Ich fliege jetzt einfach mal hier so langsam ab, dann könnt ihr das euch mal genau anschauen. Also das sieht schon sehr gewaltig aus, diese Mauer. Und ihr seht viele Details und all so ein Kram. Also das ist auf jeden Fall schon eine Sache, ne? Das soll aber Leute, die jetzt noch nicht so gut sind im Bauen, nicht abschrecken. Also wir können euch ein perfektes Beispiel dafür geben. Wir haben eine Person im Bauteam, die damals mit einem Haus ins Team geschafft hat, was sie aus dem Internet abgebaut hat. Und mittlerweile gehört sie zu den Besten bei uns im Bauteam. Und das soll euch einfach nur zeigen, also wir geben auch Leuten, die vielleicht von sich denken, oh, ich bin gar nicht so gut, die aber trotzdem irgendwo ein gewisses Potenzial haben, denen geben wir auch eine Chance hier. Das ist jetzt der Innenbereich. Also hier wird dieses Tor sein, das soll dann praktisch, glaube ich, zerfallen oder aufgehen oder so. Wenn der Nexus losgeht, werden wir dann irgendwie sehen, wie das ablaufen wird. Und das hier ist dann halt diese Haupthalle. Ja, die ist schon sehr gewaltig hier mit so einem Zwergenkönig, mit einem Schwert in der Hand soll das, denke ich mal, sein. Sieht schon sehr fantasiehaft aus, diese Klinge. Und hier sind überall diese Statuen, hier so einen Zwergenmagier. Also das ist schon sehr krass gemacht, ne? Ihr seht auch, da ist echt viel Liebe zum Detail verbaut. Und genau solche Leute brauchen wir vor allen Dingen, die richtig fantasiereich sind. Ihr seht das auch hier oben mit der Decke, mit den Leuchten. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also das sieht auf jeden Fall wirklich Hut ab ans Bauteam. Das ist echt schon krass. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal ein kleines Feedback vielleicht in den Kommentaren da lasst. Einfach mal dem Bauteam so schreiben, wie ihr das so findet, was sie hier machen. Ich denke mal, die freuen sich auch darüber, das Feedback zu lesen. Ey, das sieht echt übel aus hier, auch mit diesen Kristallen und so an der Decke, ne? Das sieht schon echt... Ich komme selber aus dem Staunen nicht raus. Hier haben wir sogar einen, wie heißt das Schwein nochmal von Paluten? Einen Edgar. Einen riesen Edgar, der gegrillt wird. Da haben schon alle im Stream geschrieben, wo ich das gezeigt habe. Nein, Edgar. Ja, hier wird so ein riesen Tonschwein. Ich habe letztes Mal gesagt, getrocknet. Das werden die sich irgendwo hier als Denkmal, denke ich mal, hinstellen. Das soll kein echtes Schwein sein. Und hier lang geht's, glaube ich, dann in die Haupthöhle. Ja, hier seht ihr das auch nochmal. Das sieht schon echt übel aus, ne? Ich finde, das ist echt eine gute Art, das alles zu beleuchten hier mit diesen Kristallen. Echt geil gemacht, auf jeden Fall. Hier ist dann so ein riesiger Drache. Wir haben zum Beispiel jemanden, der richtig, richtig gut so Figuren bauen kann schon. Das ist auch über einen vergangenen Bauwettbewerb ist der reingekommen. Ey, das sieht ja richtig geil aus. Krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Der hat den Bauch und so gemacht, dass der leuchtet. Ehrlich, ey, das ist übelst krass. Ohne Witz, Leute. Ich komme manchmal selber gar nicht aus dem Staunen raus, was dieses Team einfach auf die Beine stellt. Also ihr seht, der neue Nexus, ne? Gerade hier die Zwerge, alter Schwede. Also die haben echt einen schmackhaften
Spawn, kann man so sagen. Der sieht schon echt übel aus. Hier ist dann das Portal, hier kommen sie dann rein und dann können sie hier langlaufen. So, ach, das sollen so Gleisen sein. Ah, und hier steht auch sogar... Ach so. Krass, und hier fährt der... Alles klar. Ja gut, jetzt verstehe ich den Spawn sogar so ein bisschen mittlerweile. Also ihr seht schon, ne, hier wird auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben. Und genau das ist das, was wir suchen. Halt Leute, die Bock haben, die Zeit gerne investieren mal in so ein Bauprojekt hier. Und einfach daran Spaß haben. Also ich würde sagen, das sieht echt schon ziemlich nice aus, der Zwergenspawn. Richtig coole Sache. Dann gehen wir direkt mal weiter. Hier hinten haben wir dann den Menschenspawn. Der ist noch nicht so weit, muss man ehrlich sagen. Ich denke mal, hier wurde auch noch nicht so viel gemacht, aber hier ist schon mal so eine riesen Kathedrale, kennt man halt vom alten Spawn, ne? Schon mal gar nicht so schlecht hier. Da ist das Portal dann von den Menschen. Sieht auch nicht so schlecht aus. Hier gibt es halt, wie gesagt, wirklich nicht viel zu zeigen. Und dann gehen wir mal rüber zu den Elfen. Ich glaube, der Spawn war schon relativ... Oh, nee, da müssen wir noch ein bisschen weiter rüber. Hier bin ich irgendwo zwischen der Karte. Der war schon relativ weit, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, hier ist das Hauptgebäude. Boah, das sieht schon mächtig aus. So ein riesiger Holzturm oder ein Holzschloss. Passt auf jeden Fall zu den Elfen. Da hinten sieht man auch schon so ein bisschen die Gebäude. Was ist das denn hier? Irgendwelche Blumen mit Blüten und so ein Kram, die hier in der Luft rumfliegen. Also ihr seht, ne, das sieht schon echt ziemlich, ziemlich cool aus. Also ich finde auf jeden Fall die Spawns, die können sich sehr gut sehen lassen. Ach, das ist denn der Eingang vom Portal hier. Ah, okay. Alter Schwede, okay. Das sieht krass aus. Echt übel. Junge, Junge, Junge. Was sind hier für Schilder? Keine Ahnung, hier sind irgendwelche Schilder mit irgendwelchen Codes drauf. Keine Ahnung. Vielleicht Rabatte oder so, weiß man nicht. So, hier ist ein riesiger Baum, der sieht schon ziemlich nice aus. Also, ihr seht es auf jeden Fall. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen. Je weiter wir jetzt hier Richtung Nexus gehen, ich wollte jetzt schon fast Twilight sagen, umso mehr zerfällt das alles hier. Das wird immer eine betrübtere Stimmung, weil wir den Nexus wirklich diesmal in einem bösen Thema gestalten, also dunkel praktisch. Und ich kann euch das auch mal ganz kurz anders demonstrieren. Wenn wir zum Beispiel den Shader rausmachen, seht ihr das auch? Der Himmel ist schwarz. Schwarzer Himmel. Jetzt seht ihr das, jetzt kommt das Thema auch ganz rüber mit dem schwarzen Himmel. Und wenn sich hier alles aufbaut und man nichts mehr von diesem blauen Himmel sieht. Der Nexus ist ja eine Schlacht und deswegen hat sich das Bauteam einfach gedacht, jo, wir machen einfach mal so ein bisschen was Düsteres, was wirklich zum Nexus passt. Der alte Nexus, den wir jetzt haben momentan, der ist wirklich nicht schlecht, muss man sagen. Also das Bauteam, was das damals gemacht hat, die haben das wirklich nicht schlecht gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir sind sehr unzufrieden mit dem Nexus. Er passt einfach nicht in den Stil von Legend rein. Die Hauptstadt, diese weiße Hauptstadt da, die sieht so ein bisschen, ich würde sagen, zu modern aus. Das sieht eher aus, als wenn man, weiß ich nicht, sich in eine Stadt von Star Wars begibt. Und dann gab es halt da ein paar Komplikationen, dass uns dann angedroht wurde, dass die Karte und so verkauft wird. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, gut, komm, um den Streit aus dem Weg zu gehen, machen wir einfach einen neuen Nexus. Na, und dann hat das Bauteam sich hier dran gesetzt. Muss man wirklich sagen, haben sie echt gut auch umgesetzt mittlerweile. Und die sind auch schon ziemlich weit. Ich weiß gar nicht, wie der Plan da ist. Das müsst ihr jetzt Korken mal beantworten. Was schätzt du ungefähr? Wann können wir mit der Karte rechnen, so ungefähr? Wann wird die fertig werden? Ja, ich denke mal, in so circa 2 Wochen wird die fertig sein. Schätze ich okay. Mal ganz grob. Also man muss dazu sagen, unser Bauteam umfasst momentan, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind da jetzt drin? 20? Ja, 20 haut hin. Okay, wir haben so 20 Leute drin. Und wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach neuen Leuten, die Bock haben mitzuhelfen und sich in ein Bauteam zu integrieren, was wirklich auf jeden Fall motiviert ist, Spaß hat, wir reden viel und es gibt eigentlich gar keine schlechte Stimmung so in dem Team. Die sind eigentlich alle sehr motiviert und haben auch Spaß an der ganzen Sache, was halt nur das Problem ist und das werdet ihr sehen, das Video wird heute auch länger als 12 oder 15 Minuten, das wird wahrscheinlich so in den Bereich 20 bis 25 Minuten gehen. Es gibt halt immens viel zu tun. Ich bin jetzt einfach mal hier die linke Seite abgeflogen. Hier werden die Schreine hingebaut. Und hier geht es zum Hauptnexus, wo die Flagge dann eingenommen werden kann. Hier unten seht ihr das schon. Hier sind so, wie so ein Lavabecken ist halt hier. Und das ist dann der Weg. Hier geht es dann praktisch so rüber. Tak, 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 tak. Dann geht man hier so lang. Übrigens hier, übelste Statue. Mal ganz kurz zeigen. Richtig heftig mit dem Schwert. Der Typ, der diese Statue gebaut hat, ich bin übelst... Ich mag ja so Statuen mit so Schwertern und so Krieger, ne? Ich bin da echt übelster Fan von. Und damit, ja, hat derjenige, der diese Statue gebaut hat, bei mir genau, ja, das erweckt, was ich einfach über alles liebe. Das ist dann der Hauptnexus, hier der Eingang.
tak, 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 können wir mal so ein bisschen rumfliegen, dann seht ihr das mal auch so ein bisschen. Und ich sag mal, die Flagge gleich oben, wenn wir euch die mal zeigen, die wird euch dann auch in Anführungsstrichen mal zeigen, wie der Stil so halt rüberkommen soll, ne? Dieses Düstere wieder. Ich fliege jetzt einfach mal hoch, dann seht ihr das. Ja, hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber da seht ihr schon, diese Flagge ist halt so durchlöchert und so ein Kram. Das soll halt an so ein altes Kriegsfeld erinnern. Der Nexus, um das mal ein bisschen geschichtlich zu erklären von Legend, der Nexus ist so gesehen eine vergangene Schlacht, die die Krieger erleben, die vor zig Jahren gewesen ist. Die Lore zu Legend ist ja noch nicht wirklich fertig oder weit, weil halt einfach die Geschichte, die wir uns da ausdenken, ist so immens riesig. Und das wird noch alles kommen, macht euch darum schon mal keine Sorgen, da wird es auch richtig viel für die Story-Freaks bald geben. Und wir können auch gerne mal reingehen ganz kurz, hier gibt es zwar noch nicht so viel zu sehen, aber hier ist auch nochmal ein Drache, der ziemlich nice aussieht. Ja, noch ist alles hell hier, gleich wenn die Wände dann fertig sind, oder? Nee, ich glaube da oben durch den Lichtschrein, der hier reinfällt. Genau, dann kann man sogar was sehen, sehr geil. Dann ist sogar die Höhle etwas erhellt. Ja, hier ist auch nochmal ein dicker Drache drin, den werdet ihr auch nachher nochmal sehen in einer anderen Form. Sieht schon ziemlich nice aus, ne? Also der Typ, der diese Statuen baut, der hat auf jeden Fall auch was auf dem Kasten. Also das gesamte Bauteam ist einfach der Wahnsinn. Und wie gesagt halt, wir sind da wirklich immens auf der Suche nach Leuten, die Bock haben mitzumachen. Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt rüber zum Twilight-Korken. Und werden dann da mal einfach ein bisschen zeigen, was so abgeht. Vom neuen Nexus habt ihr jetzt genug gesehen, Leute. Also 2 Wochen circa könnt ihr rechnen. Dann wird die neue Map eingeweiht. Da wird es dann auch vorher, denke ich mal, noch ein riesen Ankündigungsvideo geben, dass der Nexus 2.0 so gesehen komplett fertig ist. Ich hoffe auch programmiertechnisch, da sind wir auf einem guten Weg. Also Legend geht momentan richtig steil. Wir haben jetzt die Sockelsteine und so ein Kram drin. Welcher Server war das? 1, ne? Jo, 1. Server 1, genau. Oh, hier müssen wir wieder Zeit auf 6000 setzen. Ich weiß nicht, die Leute setzen sich das immer an die frühen Morgenstunden. Vielleicht damit die denken, damit die mehr vom Tag haben oder so. Ich weiß es nicht, warum die das so machen. Ja, den Geistschattensumpf hatte ich ja schon öfters mal gezeigt. Vielleicht können wir einfach mal in diesem Berggebiet anfangen mit dieser riesigen Burg, die auf dem Berg drauf ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Warp da war. War das nicht irgendwie Bergfraktion? Moment. Nee, den gibt's nicht. Warps. Also ihr seht das schon, das sind nicht alle Warps. Wir haben hier mehrere Seiten an Warps, die es gibt. Ihn. Okay. TP, Gamers Time, Korken, Knall. So, zack. Sind wir hier? Ja. Ja, das seht ihr schon. Das ist halt eine neutrale Fraktion, bei der man dann Quests annehmen kann, abschließen kann, damit Ruf sammeln und somit dann, wenn man einen guten Ruf hat bei der Fraktion, halt sich später epische Items kaufen kann. Oder vielleicht sogar legendäre, müssen wir einfach mal schauen, ne? So sieht das dann halt hier aus. Das ist schon gebaut. Du kannst als nächstes gucken, wenn du willst, schon mal in die Höhle da gehen, in die Höhlenfraktion hier in dem Gebiet. Dann werde ich dir als nächstes zeigen. Das ist jetzt halt alles im Twilight, was wir euch zeigen. Das ist ja eine Riesenkarte, 10.000 mal 10.000 Blöcke. Entspricht schon sehr, sehr vielen 64er Survival Games Karten. Also das ist schon echt ein ordentlicher Aufwand, der hier betrieben wird. Es ist auch schon sehr viel fertig. Man muss wirklich sagen, sehr, sehr viel haben wir schon sehr weit fertig bekommen. Aber um einfach die komplette Karte bis zu dem Tag, wo wir eigentlich Legend geplant haben zu releasen, das sollte ja am 4. Dezember um 18 Uhr stattfinden, werden wir das aktuell mit dem Team noch nicht schaffen. Das heißt, wenn wir unser Team dann natürlich nicht vernünftig aufgestockt bekommen, uns ist auch wichtig, dass die Leute wirklich was auf dem Kasten haben. Wir wollen jetzt nicht einfach 50, 60 Leute reinnehmen und dann bei jedem sagen, ja okay, du bist jetzt vielleicht nicht ganz perfekt, aber wir können dich hier noch vom, weiß nicht, zum Rohdiamant noch zum verfeinerten Schleifen, das wird nicht funktionieren mit 60 Leuten. Das heißt, wir brauchen wirklich auch schon welche, die was auf dem Kasten haben. Und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr euch ja gerne bei uns auf dem, beim Bauwettbewerb melden. Wir haben da einen Server, kommt da einfach, wenn ihr möchtet, drauf. Und ja, dann könnt ihr da gerne euer Glück versuchen. Morgen haben wir ja auch diesen 24-Stunden-Livestream und da gibt es auch noch ein kleines Event. Darüber erfahrt ihr dann mehr bei uns im Livestream, wenn ihr da mal einschaltet. Und dann würde ich sagen, Korken, ich port mich jetzt einfach mal zu dir. Du bist ja bestimmt schon da, ne? Ja, ich habe das jetzt nicht gefunden, aber ich habe was anderes gefunden, was auch ziemlich nice aussieht. Okay. Das ist der Dungeon-Eingang in Tiefenhorn. Ach so, genau.
Ja, das hier ist der Dungeon-Eingang in Tiefenhorn. Das ist auch eins der Gebiete, was hier auf der Karte halt ist. Und der ist auch mittlerweile, glaube ich, schon so weit wie fertig, ne? Jo. Hier seht ihr auch so eine goldene Tür. Und was dann noch gebaut wird, oh, hier oben sind sie noch irgendwas am Vorbauen. Hier außenrum haben wir halt so riesige Säulen mit, ja, seht ihr da, so Torbögen und so ein Kram. Das ist ein Riesenteil. Ich krieg den gar nicht ganz drauf, weil das einfach, das ist so immens riesig alles hier. Ist auf jeden Fall schon eine ziemlich heftige Sache. Aber ich weiß nicht, das ging irgendwie Warp-Fraktion, Höhle, glaube ich. Fraktionsstadt, Fraktionsanwesen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Fraktionsberg, das ist die Höhlenstadt. Höhle 1. Weißt du, war das Höhlenstadt vielleicht? Ja, das könnte auch hinhauen. Warp. Höhlenstadt. Ja, oh, das ist war es. Sie. Genau, das ist auch wieder von der Fraktion, wo ihr Quests machen könnt und Sachen sammeln. Also, man kann sich das vorstellen wie World of Warcraft eigentlich. Wir integrieren jetzt so gesehen eine Art World of Warcraft noch in Legend dazu, wo man auch die Möglichkeit hat, mit unserem Partner zusammen, G-Portal, wird es ein Erfolgesystem geben. Das läuft dann über deren Seite, da kann man dann Erfolge sammeln. Dann für die Leute, die absolute Sammelfreaks sind, wird es dann zigtausend Erfolge zu sammeln geben. Töte die Monster, töte davon Monster, sammel dies, mach das, mach jenes. Und so, dass dann einfach in Legend, wenn man nicht mehr weiß, was man tun soll, was ich aber jetzt bezweifeln werde, genug zu tun hat. Es werden ja auch zig Quests kommen und so. Wir sind da an einer kompletten API einfach nur wegen Quests dran. Die ist der liebe Sauerbier am Programmieren. Und dann unsere ganzen anderen Programmierer. Der eine macht jetzt zurzeit ein Reizsystem. Dann haben wir welche, die beschäftigen sich jetzt gerade mit dem Schwarzmarkthändler. Man erkennt jetzt vielleicht mit dem Shader nicht unbedingt sehr viel. Ich muss auch mal meine Sichtweite, glaube ich, sehr hochstellen, damit er einfach mal die ganze Höhle lädt. Da wird auf jeden Fall einiges kommen. Also Quests soll es später wirklich Tausende geben. Wir müssen halt nur schauen, wie weit wir das alles fertig kriegen, weil der Twilight ist wirklich ein Monsterprojekt und wir planen ja noch zusätzlich was anderes bezüglich Legend. Da habe ich ja schon beim Livestream was gesagt, dass es bald einen Minigame-Server geben wird. Also mit bald meine ich aber wirklich auch erst irgendwann nächstes Jahr. Wann genau, da kann ich echt noch keine Angaben zu machen, weil das wird richtig, richtig viel Arbeit uns kosten und nochmal Zeit, wo wir je nachdem vielleicht sogar Legend für alle zugänglich machen können. Das hängt so ein bisschen vom Support ab auch, von den Leuten. Deswegen hoffe ich, dass der ein oder andere auch immer uns weiterhin treu unterstützen wird. Egal, ob er es jetzt in Legend schafft oder nicht. Weil so gesehen ermöglicht ihr euch damit, dass ihr wirklich am Ende reinkommen könnt. Weil wir es dann nachher für alle zugänglich machen können, je nachdem. Das hängt halt, wie gesagt, davon ab, wie stark wir supportet werden. Und ja, ihr seht ja auch schon, was hier alles gebaut wurde. Ich kann auch mal eben aus dem Game-Mode rausgehen. Weil, aus dem Game-Mode sag ich schon, aus dem Shader. Dann sieht man einfach mehr. Das ist die Höhlenstadt. Also das ist echt ein Monsterprojekt gewesen. Da wurde schon echt ordentlich Zeit investiert. Ich würde sagen, Korken, als nächstes können wir ja mal in das Eisgebiet gehen. Zu diesem Schloss da, was ihr gebaut habt. Dann ja, ich das mal zeigen. Würde das, teleportiere dich nochmal eben vor mir zu mir. Ich habe noch was anderes im Postgebiet, was auch eigentlich ja noch ziemlich gut aussieht. Ja, da kann ich auch wieder den Shader anmachen. Jetzt sind wir nämlich draußen, dann erkennt man auch mehr. Ja, alter Schwede, was ist das denn? Ist das auch ein Dungeon-Eingang? Ja, ne? Nein, das ist eine Frosthöhle. Also das ist die Frosthöhle. Das ist kein Dungeon-Eingang. Leute, ich okay. Weiß. Alter Schwede, die sieht auch krass aus. So ein riesiger Eiskopf, ey. Boah, Junge. Und dann geht man hier rein. Zack, und dann ist man hier drin, ne? Boah, was ist denn hier, Alter? Was ist das denn für ein Vieh? Junge! Hier ist so ein riesiges Eisvieh drinne. Da, guck mal, Alter, das ist an so Ketten gebunden und so ein Kram. Ich mach mal eben den Shader raus und... Ja, okay, jetzt sieht man schon mehr. Oh, guckt euch das mal an, so eine riesige Eisechse ist das. Eieiei, also das hat bestimmt wieder dieser Typ gebaut, der so gut die Statuen kann. Ja. Oder wer auch immer das war, Alter, der, ey, ohne Witz, das sieht richtig übel aus, auch die Eishöhle von außen, ne? Also ihr seht, das Bauteam, da sind echt viele Leute, die sich ergänzen, einige können gut Terraform, die andere können halt irgendwelche Köpfe oder Statuen gut bauen, ne? Also sieht schon echt übel aus, vor allen Dingen, wenn man den Shader reinmacht, ich finde, dann kommt das Feeling richtig krass erst rüber hier, das sieht echt schon heftig aus. Übel. Den habe ich selber noch nicht gesehen, den Spot, also richtig, richtig heftig. Krasse Sache. Das gefällt mir echt gut. Ja gut, dann können wir direkt weiter zum nächsten. Jo, teleportiert einfach zu mir. Jo. So, dann sind wir hier beim nächsten. Genau, das ist einer meiner Lieblingsspots, Leute. Das ist ohne
ey, ohne Witz, das ist das Krasseste, wirklich. Ich meine, da ist ja schon echt Heftiges im Twilight. Und ich finde alles überkrass. Aber das, was wir jetzt uns angucken, das finde ich mega überkrass. Ehrlich, als ich das gesehen habe, guckt euch das mal an. Ohne Witz. Das sieht so übel aus. Ich finde dieses Schloss einfach nur krass. Ey, das ist so... Alter. Man weiß überhaupt nicht mehr, was man sagen soll. Guckt euch mal die ganzen Details und so ein Kram an. Ist das auch innen drinne jetzt schon mittlerweile fertig? Ja, Teile sind fertig. Boah, hier so Eistreppen, ohne Witz, das... Ich sag es ja, Leute, ne? Und das Bauteam, wie gesagt, halt, wir arbeiten immer aus, wie die Spots aussehen sollen. Wir gucken auch im Internet, suchen da ein paar Bilder raus, holen uns da Inspirationen her und so ein Kram. Und dann fangen wir an, was zu bauen. Und man muss sagen, also das Bauteam, wirklich, die bringt wirklich sau viel Inspiration selber rein und haben da auch wirklich die Hand drüber. Wenn die Bock haben, können die sogar sich einen kompletten Spot selber ausdenken, wenn die dazu in der Lage sind. Und es gab bisher ein paar, die haben das gemacht. Die haben so einen Spot, der ein bisschen an World of Warcraft auch erinnert, muss man sagen. Haben die rausgesucht, aber die haben die echt gut gebaut, muss man wirklich sagen. Bist du schon bei der nächsten Sache, die wir uns angucken können? Ich hätte jetzt eventuell noch was an WoW ähnelt, das Orkdorf, wenn du das noch zeigen möchtest. Ja, das können wir machen. Gehen wir da nochmal hin. Ist das da im Sumpf oder was? Ja, das ist zwar noch im Sumpf, aber ich meine, das hattest du noch nie gezeigt. Ah, ich glaube doch, hier war ich, glaube ich, schon mal. Genau, da hatten wir hier nämlich diese Schredder oder wie die heißen, die hier. Das ist so ein bisschen was hier, also ihr seht, ne, also hier sind schon gute Ideen bei, auf jeden Fall. Ich finde es auch jetzt nicht schlimm, also ich finde, das sieht sehr, sehr geil aus, ist auch gut umgesetzt und so ein Kram. Hier ist, glaube ich, ein Sägewerk. Das Sägewerk, was Sägewerk, dü. Und das sieht schon ziemlich geil alles aus, also ihr seht auf jeden Fall, für die Leute, die jetzt sagen, oh, ich weiß nicht, so gut kann ich, glaube ich, gar nicht bauen oder so, lasst euch davon nicht abschrecken. Die Leute, die jetzt bei uns im Bauteam sind, da waren einige von Anfang an auch nicht so die Überbauer, also Bauleute. Das ist ein Team, was zusammenarbeitet und sich ergänzt. Das heißt, der eine kann dies gut, der andere kann das gut. Und irgendwas könnt ihr wahrscheinlich auch gut. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euer Glück gerne versuchen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz rüber auf den Bauserver. Die IP kann ich ja zeigen, ne? Die connecten ja direkt über die IP, die Leute, oder? Richtig, ja, die connecten über die IP. Okay, MC Legend Bau-Event, ne? Das ist das, glaube ich. Bauserver, MC Legend Bau-Event, ja. Das ist die IP hier. Die könnt ihr euch gerne, wenn ihr wollt, rausschreiben. Ich tue die aber auch unten in die Beschreibung rein vom Bauserver. Und dann gehen wir einfach mal kurz drauf, weil wir haben nur noch 2 Minütchen, Leute, weil sonst wird das Video echt viel zu lang. Und ja, ihr seht, die Plots sind diesmal 150 mal 150 Blöcke. Keine Sorge, bevor ihr jetzt denkt, oh mein Gott, so viel, müsst ihr keine Sorge haben, ihr müsst nicht alles bebauen. Bebaut nur das, was ihr möchtet. Das heißt, wenn einer ein Bauwerk machen will, was 50 mal 50 Blöcke groß ist, dann macht ihr einfach ein Bauwerk, was 50 mal 50 Blöcke groß ist. Alles absolut gar kein Thema. Wir haben euch einfach nur große Plots gemacht, damit jemand, der, sag ich mal, was wirklich, wirklich Großes bauen will, einfach sagen kann, yo, ich baue jetzt mal hier eine riesen Festung hin. Vor allen Dingen, baut nicht immer nur das Gleiche. Ich sehe zum Beispiel ganz viele, die bauen irgendwelche Arenen oder so ein Kram. Versucht einfach mal was, eure eigene kleine Welt zu kreieren, ja? Das heißt, wenn ihr Bock habt, baut ihr einfach mal zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Wüstenlandschaft und baut da einen Wüstentempel rein, einen coolen, ja? Oder ihr baut ein Schneegebiet mit irgendeinem Schneetempel, ein Dschungelgebiet mit irgendwelchen Dschungelgebäuden oder so, ja? Das heißt, versucht eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Denn was uns ganz wichtig ist, ist vielleicht nicht unbedingt, dass jemand übelst gut bauen kann und dafür aber, was sein Fantasievermögen angeht, eingeschränkt ist wie ein Schnitzel, sondern wir wollen schon Leute, die wirklich Bock haben, die einfach ihre Leidenschaft hier ausleben. Und deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn hier ganz viele Leute sich vielleicht ab heute einfinden auf diesem Bauserver und Bock haben mitzumachen, uns zu unterstützen. Wir suchen dringend Leute für unser Bauteam, um das noch ein bisschen zu vergrößern, vor allen Dingen kreative Köpfe. Würde ich mich mega drüber freuen. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen Legend mitzugestalten, könnt ihr euch ja gerne bewerben. Kommt hier einfach auf den Server, fangt an hier zu bauen. Der Support wird auch, denke ich mal, jetzt in den nächsten Tagen öfters hier am Start sein, um euch zu helfen. Wenn ihr vielleicht mal World Edit oder so als Hilfe braucht, kriegt ihr dann da Unterstützung. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns im nächsten Video, was dann auf jeden Fall ein bisschen kürzer wird. Und vergesst auf jeden Fall nicht, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben zu lassen. Vor allen Dingen, wenn ihr das geil findet, was das Bauteam gebaut hat, dann lasst am besten einfach 2 Däumchen nach oben. Nein, Spaß. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich denke mal, das Bauteam wird es übelst motivieren, wenn die einfach mal lesen, wie ihr das alles so findet, was hier gebaut wurde. Und, ja. Dann,
würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und die IP vom Bau-Event steht unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss zusammen.